Der Aquavolta Wasserstoffbooster. Auf der Vorderseite befindet sich der Ein-Ausschalter. Unten ist der Kondenswassertank und die Sauerstoffdruckkammer. Das ist der Tankdeckel mit Überdruckventil. Den muss man ab und zu mal ausleeren. Auf der Geräterückseite befindet sich unter diesem kleinen Gummiteil die Buchse für das Ladegerät. Und dieses Gummiteil hält man am besten immer geschlossen, damit kein Wasser reinkommt. Ein Ladegerät. Mehrere Ersatzdichtungen in zwei Größen für die Flaschenadapter. Hier ist schon mal ein Adapter und der andere Adapter befindet sich hier im Deckel. Es gibt zwei Adapter für verschiedene Gewindegrößen an den Wasserflaschen. Nachher benutzen wir den linken, um mit unserer Volvic-Flasche zu arbeiten. Diese Dichtung bewahrt man immer in dem Adapter auf, den man gerade nicht benutzt. Zusammengesetzt ergibt es dann den Deckel. Hier sieht man die Elektrode und ein bisschen Wasser und deshalb macht man da den Deckel drauf. Vor der ersten Benutzung oder auch wenn das LED vorne rot leuchtet, muss man es halt wieder aufladen. Einfach den kleinen Stecker rein und das Netzteil in die Steckdose. Dichtungswechsel. Wenn die Dichtung undicht geworden ist, mit einem Zahnstocher rausmachen und gegen eine neue aus dem Tütchen austauschen. Bei der neuen Dichtung muss man schauen, dass die gut in der Nut drinne liegt und dann mit dem Finger da noch so ein bisschen reindrücken. So sieht es dann nachher aus. Damit das gute Stück recht lange gut arbeitet, ist es notwendig, es ab und zu mal zu entkalken, und zwar mit Zitronensäure, genauso wie man es bei seinem Wasserkocher und bei der Kaffeemaschine macht. Einfach ein bisschen Wasser rein, bisschen von dem Zitronensäurepulver obendrauf und das Ganze eine Weile stehen lassen. Und man sieht schon, da kommen Bläschen, da tut sich was, es entkalkt. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Handbuch. Der Link dahin befindet sich unten in der Beschreibung. De uma vez pra esse moço, carnaval não é escolos, nossa escola raiz é madeira.